Im Wissenschaftsjahr 2018, Arbeitswelten der Zukunft, beteiligen wir uns mit Veranstaltungen wie dem IAO Zukunftsforum. Wir haben Tage der offenen Tür, beispielsweise in unserem Future Work Lab in der Arena 2036. Und wir beteiligen uns an der Erlebniswelt der Fraunhofer Gesellschaft im Fraunhofer Forum in Berlin. Wir arbeiten daran, wie Arbeitsorte, Arbeitsumgebungen und Räume den Menschen schneller, besser, kreativer und zufriedener machen. Insbesondere in die Büros wird künstliche Intelligenz einziehen und es bedeutet, dass die Tätigkeit für Menschen noch mehr auf Kreativität und Intuition fokussieren wird. Ich denke, dass die schon angesprochene Individualisierung von Arbeit fortschreiten wird. Ich glaube wirklich, diese etwas bunteren Erwerbsbiografien werden tatsächlich breiter werden. Und ich denke auch, dass damit zusammenhängend eigentlich auch wahrscheinlich auch ganz neue Unternehmensformen, Netzwerkformen und Kooperationsformen entstehen werden. Im Büro arbeiten wir schon lange Zeit digital. Wir haben E-Mail, wir haben Chats, wir haben Wikis, wir haben mobile Geräte. In der Fabrik haben wir demgegenüber Steinzeit. Und Industrie 4.0 ist der Weg, wie wir Fabrik digitaler in Zukunft gestalten können, so dass sie wettbewerbsfähiger wird und dass sie gute Arbeitsplätze für die Menschen in der Produktion bereithält. Ich persönlich würde zukünftig so arbeiten, dass ich digitale Assistenten habe, die meine E-Mail-Flut so klug vorbearbeiten, dass ich nur noch die wesentlichen Dinge entscheiden muss und dann erledigen kann.